Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Minecraft Live in the Woods. Ja, im letzten Part, den mache ich einfach mal kaputt, als ob der jetzt dreimal das gleiche rauskam. Warte, im letzten Part sind wir durch die orientierungslos durchgeschlendert und haben dann am Ende doch noch einen Ausweg gefunden. Ich guck mal ganz kurz, ob ich endlich hier diese, das kann ich immer noch nicht anmachen. Keine Ahnung. Ja, wir haben einen Ausweg gefunden, sind kurz vor unserem Haus, das steht da oben. Und ihr seht unsere Hungersbalken. Wir sind fast down. Und so, soweit ich weiß, haben wir... Oh. Soweit ich weiß, haben wir in unserem Haus auch nicht wirklich viel mehr. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir einen Weg da hochfinden, ja. Das sollten wir mal schnellstmöglichst tun. Sonst sieht es hier auch bald schlecht aus. Ich weiß nicht, warum es jetzt schon wieder hier so ein bisschen rumlaggt. Das kann ich nicht sagen, aber von mir aus können wir mal ganz kurz, wissen ja jetzt, wo wir wohnen, können wir ganz kurz so machen, auch wenn das nicht hilft. Ich weiß auch nicht, es liegt am Aufnahmeprogramm. Minecraft freundet sich nicht mit OBS an. Zumindest nicht Minecraft Live in the Woods. Das normale Minecraft läuft ohne Probleme, aber Minecraft Live in the Woods ist das einzige Spiel, was ja mit OBS Performance-Probleme hat. Ich weiß auch nicht. Ich möchte gerne die Gardens mitnehmen, deswegen hier den Knochenfragmente brauchen wir doch nicht. Brauchen wir nie im Gut. Ach, da sind sie wieder. Es ist doch so ein Scheiß Bug. Scheiß Rumgelegge. Ich mache hier gerade, zerstöre ich ein bisschen die Landschaft mit meiner Erde, aber ich möchte gerne so schnell wie möglich hoch zu unserem Haus, weil ich hoffe, weil ihr seht unsere Hungerbalken, wir sind am Abkacken. Außerdem wird es jetzt Nacht und wir haben noch die Monster an. Das fällt mir gerade mal so ein. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass wir irgendetwas Essbares noch in der Truhe oder im Ofen haben, weil wenn nicht, dann adios muchachos. So, erstmal machen wir hier die Tür zu, wegen den Monsters. Monsters! So, erstmal gucken wir hier rein, ob hier noch irgendwas zu essen ist. Wir haben ein rohes Lammfleisch. Den Apfel, den muss ich dann wohl essen. Haben wir hier, bitte, lass uns da irgendwas zu essen. Och nein, wir haben zwar noch das rohe Hühnchen, aber... Auch selbst im Rucksack haben wir nichts wirklich Essbares mehr. Da haben wir noch einen Kürbisgarten. Aber wir haben so viel Eisen, ne? Wir haben 1, 2, 3 Stacks Eisen. Das ist mega geil. Und hier haben wir sogar noch Eichenholz. Das ist perfekt, weil dann können wir auch endlich... Hier ist ein bisschen dunkel. Ich schlafe erstmal. Dann können wir auch endlich... gekochtes Lamm, das muss ich mal ganz kurz essen. Weil dann können wir auch endlich... Das wollte ich gerade sagen. Ich hab's vergessen. Achso, dann können wir auch endlich hier unten unsere Fassaden machen. Ich möchte jetzt ganz gerne mal ganz kurz wissen, ob wir irgendwo Kühe spawnen. Oder irgendwas, was lebendig ist, was wir töten können, damit wir Essen haben, weil wir sind am Verhungern. Aber wir haben gut Eisen, aber ich hätte gerne... wir müssen da nochmal rein in die Höhle. Das nützt alles nichts, denn ich hätte gerne Redstone. Und wir haben dann noch wahrscheinlich hier, guck mal, habe ich die angepflanzt oder haben die sich vermehrt? Ich glaube, die habe ich beide so angepflanzt, weil die haben sich kaum vermehrt. Was wollte ich sagen? Ja, erstens haben wir noch tierisch viel Kohle in der Höhle und zweitens möchte ich gerne Redstone haben. Ja, so ist es halt. Ich möchte gerne Redstone haben. Ich hole mal schnell das Essen daraus. Damit wir uns den antiken Atlas machen können, weil der ist nämlich mega. Oh, ein Anti-Block. Türkiser Anti-Block. Wie macht man denn den Anti-Block? Dann braucht man. Ja, toll. Wie macht man den Anti-Block? Muss man. Ah, wir brauchen Kreide, Schluffstein, Kreide, Hornstein. Ich glaube, man kann alles Grauwacke, Kreide. Man kann. So wie es aussieht, braucht man dafür. Nur Underground Biome Constructs. Den jetzt so ein bisschen Glowstone.
Und dann hat man sich so Table Upgrade. Advanced Enchantment Table. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Dann könnten wir, wenn wir Diamanten finden, könnten wir den uns sogar bauen. Obwohl, dafür müssten wir ins End. Na naja, egal. Auf jeden Fall brauchten wir dann den antiken Atlas. Und da brauchen wir ein Buch und einen Kompass. Der antike Atlas ist mega geil. Damit können wir dann echt wirklich auf Erkundungstouren gehen. Und das ist dann mega gut. So, wir sind aber fast am Verrecken. Wir haben hier noch Pilze. Haben wir hier noch ein paar andere Pilze drin? Nein, aber es reicht für eine Kürbissuppe. Für eine Dingensuppe. Für eine Pilzsuppe. Das hilft uns natürlich nicht auch. Hilft uns nicht sonderlich weiter. Winterkürbis. Aber ich möchte, aber ja, scheiße. Ne, das ist jetzt blöd. Ich, ach, wo haben wir denn den Ofen? Ach so, den haben wir in Dingens gecraftet. 8, da ein Stack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ein Stack, dann noch den anderen Stack von hier drin. Den craften wir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den auch noch. Und wir gucken mal schnell hier, haben wir da noch Kohle? Nein, wir haben nämlich überhaupt keine Kohle mehr. Das heißt, wir gehen dann... Ach, guck mal, wir haben noch mehr Eisenerz. Wir haben noch mehr Eisenerz, das gibt's nicht. Wir lassen das erstmal da drin. So, dann möchte ich hier gerne einmal nochmal hier das alles, bis wir dann den Keller haben, weil das ist eins der nächsten Baustellen. Hier, das ist so, ne? Einer der nächsten Baustellen. Ich werde mal ganz kurz das hier machen, weil wir haben ja hier geschlafen. Das heißt, wir spawnen eh wieder hier. Obwohl, ich wollte mich gerade selbst töten, aber wegen dem Essen. Aber früher oder später. Das wäre dann so ein Endloszyklus, weil wir brauchen echt was zu essen. Ich gehe jetzt einfach auf Nahrungssuche. Nützt ja nichts. Könnt mich jetzt töten, dann haben wir zwar wieder volle Dingens, aber es wird Zeit, dass wir ich glaube, die Garns, die mache ich auch kaputt. Also ich habe jetzt ein paar mehr Garns gefunden und die vermehren sich ja jetzt nicht so überragend schnell da oben. Vielleicht irgendwas mache ich falsch, wo man dabei ja eigentlich nicht so viel falsch machen kann. Ist das der Stair Shader? Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Stair Shader ist. Da ist ein Hühnchen gespawnt. Das nehmen wir mal mit, aber das wird uns auf natürlich eigentlich überhaupt nicht weiterhelfen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Gib mal her. Das werde ich jetzt nicht verspeisen, sondern das machen wir dann gleich zu Hause. Da ist noch eins. Hier könnten wir auch mal wieder, ist da jetzt runtergefallen. Toll, toll. Zwei Hühnchen werden uns aber nicht weiterhelfen. Deswegen wäre jetzt der nächste Punkt, bevor wir wieder in die Höhle gehen. Landwirtschaft ankurbeln, ja, damit wir uns Cheeseburger und Hasse nicht gesehen machen können. Aber damit wir uns Cheeseburger und Hasse nicht gesehen machen können, brauchen wir Soja. Und pass auf, wenn wir dann Soja, dann brauchen wir nämlich diese Sojamilch. Die machen wir nämlich mit der Presse, glaube ich. Richtig, Presse. Die hier. Und die brauchen... Nein. Das ist nicht die... Nein, wir brauchen Redstone. Das, weil ich wollte nämlich Cheesies machen. Cheeseburger wollte ich machen und... Vegane Cheeseburger wollte ich machen, weil wir wollten nämlich vegan leben, aber so geht das nicht. Erstmal brauchen wir selber jetzt sofort was zu essen. Es geht nicht ohne. Ich höre Hunde. Aber warte mal. Mir fällt gerade auf, dass wir überhaupt keinen Ingame Sound haben. Wir haben überhaupt keinen Das fällt mir jetzt erst auf. Habt ihr Ingame Sound? Wenn nicht, tut's mir für den Part jetzt leid. Scheiße, ich werde jetzt auch nicht dran rumändern. Wie, sonst wäre. Aber mir fällt gerade auf, dass wir keinen Ingame-Sound haben. Ja, läuft, will ich mal sagen. Läuft. Und wir finden auch nichts zu essen. Da unten ist noch ein Hühnchen, das nehme ich mit. Ach komm, scheiß drauf. You're mine. You're mine.
hilflos auf nach Nahrung suchen. Das ist nicht spannend heute, das ist mir schon klar, aber das muss gehört nun mal auf bei so einem Let's Play dazu. Da ist hey, läuft noch eins rum. Es wird auf Dauer nicht reichen. Wir müssen jetzt so viel Essen farmen, wie wir nur, wie es nur geht. Wir müssen gleich mit der Landwirtschaft anfangen. Auch wenn wir jetzt keinen Ingame-Sound haben, das tut mir leid. Dafür versteht man mich zum ersten Mal. Oh, noch mehr Hühnchen. Die sind gut. Gut, dass die gespawnt sind. Haben wir das jetzt mitgenommen? Vier. Ja, vier wird uns nicht reißen. Scheiße, wir fangen gleich an, bis auf ein halbes Herz. Ne, wir haben Monster an, ne? Aber wir haben nicht Monster auf hart an. Aber wir werden dann trotzdem bis auf ein halbes Herz runtergehen. Und dann dürfen wir gucken, dass wir nicht sterben. Aber wir haben keinen Ingame-Sound. Das ärgert mich. Das heißt, das ist für diesen Part nun mal heute mal so. Kann ich leider nichts daran ändern. Es tut mir leid jetzt. Ich könnte jetzt aber dann, ich könnte jetzt anfangen dran rumzuschrauben. Hört, steht. Oh, wir sind durch irgendeine Giftpflanze gerannt. Oh, die sind so nervig, ne? Das ist einer der Mods, den die Welt nicht braucht. Und wir werden höchstwahrscheinlich sterben. Aber wenn wir das tun, dann in der Nähe unseres Hauses. Damit sind wir gestorben. Du bist gestorben. 400, oh nein, unsere Level sind weg. Oh nein, wir hatten so gute Level. Das ärgert mich jetzt zwar ein bisschen, aber im Endeffekt macht das nichts, weil wir haben ja eh noch kein Zaubertable und wir haben immer noch nichts, kein gutes Equipment, was wir nutzen können, um dass wir dann verzaubern könnten. Mehr hatten wir ja auch nicht dabei. Sechs Hühnchen. Warte mal, den nehmen wir einfach mal mit. Ach scheiße, konnte man den nicht mal irgendwann mal abbauen? Wir haben jetzt zwar wieder 5 Level, aber immerhin 6 Hühnchen. Warte mal, wir sind verhungerte. Das heißt, wir sind gar nicht durch eine Giftpflanze gelaufen. Wir sind direkt verhungert. Aber die Hungerbalken waren noch gar nicht wirklich leer. Ach, sind das normale Minecraft-Wölfe? Nein. Die kann ich auch nicht tamen, ne? Wolkenwölfe. Ach, dieser Mod, der gefällt mir irgendwie auch, wenn ich nicht weiß, wie man ihn benutzt. Schön. Naja, gut. Jetzt aber erstmal kümmern wir uns jetzt um die Landwirtschaft. Oh, der Baum ist groß geworden. Jetzt aber erstmal kümmern wir uns um die Landwirtschaft. Das heißt, wir nehmen mal ganz kurz hier. Wir machen, komm, wenn wir schon mal dabei sind, gib mir mal schnell mein Backpack wieder und ein bisschen Schiefer. Dann machen wir mal schnell noch einen Ofen. Das kostet ja nichts. Und da kommt jetzt das Hühnchen schnell rein. Wir haben. Wo ist denn jetzt die Kohle? Habe ich die jetzt hier? Warte mal, den setzen wir uns mal ganz kurz hier auf. Da 19 Kohle. Ja, wir müssen eigentlich wieder in die Dingens. So, gib mir mal, wie viel Eisen haben wir hier schon? 31, 30, 30. Ich nehme einfach mal hier das Eisen raus. Machen uns jetzt hier ein paar Eimer. 3 Stück. Dann können wir uns direkt auch mal eine Hoe craften. Eine Bitch craften wir uns. Weil ich weiß, dass die so verdammt schnell leer gehen. Und es wird natürlich jetzt gerade dunkel. Das ist natürlich. Wer kennt es nicht? Ja, wer kennt es nicht? Und dann müssen wir anfangen. Huch. Wir sind gerade auf unserem Ofen. Wir pennen gerade auf unserem Ofen. Was wollte ich sagen? Und mit unserem Haus, ja, das Haus, das müssen wir auch noch. Also wir haben so viele Baustellen momentan, das ist echt schlimm. Und ich hoffe einfach mal, dass in dieser Minecraft-Version, dass wir hier einen unendlichen Brunnen craften können. Geht das noch? Funktioniert das noch? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich hätte es in meiner privaten Life in the Woods-Welt. Übrigens die Performance sehr viel besser ist, weil ich nicht am Aufnehmen bin. Das ist wirklich OBS nimmt eigentlich keine Performance weg. Eigentlich nicht, außer bei Minecraft Life in the Woods. Es ist schlimm, das habe ich am Anfang des Parts schon mal gesagt, aber naja. Keine Ahnung, was daran liegt, aber ich finde, es geht noch, also es lässt sich noch gut spielen, weil eigentlich habe ich ein
zu guten PC, aber man kennt es ja, Minecraft hat immer so seine eigenen Dingens. So, haben wir noch eine Schaufel hier irgendwo? Nein, natürlich nicht. Stoffgarten, die können wir eigentlich beide abbauen, weil da kommt eh nur Stoff, Kotten raus. So. Und hier vorne möchte ich gerne anfangen mit der Landwirtschaft. Ich mache jetzt mich immer per Hand. Ihr dürftet eigentlich keinen Sound haben, weil ich auch außer weil ich ja. Da unten wollte nicht zuerst wohnen. Da unten ist dieser Piratenhöhle. Da müssen wir auch noch mal irgendwas drin bauen. Und da drunter, da hatte einer in die Kommentare geschrieben, sollten wir da drunter so ein mit Glas, so ein Dingen runter ins Tal machen. So in etwa werden wir das auch machen. Ja, das war zwar schon eine gute Idee. Ich habe nur gerade aus Versehen deinen Namen vergessen, aber ich denke, du weißt, dass ich dich meine. Das werden wir auch so machen, nur halt eben nicht direkt. Also kleine Abänderungen mache ich schon, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, hier fange ich jetzt einfach mal an. Ich mache jetzt nicht viel Terraforming, weil ich gerne so schnell wie möglich was angepflanzt haben möchte. So, und das müsste eigentlich noch im Chunk unseres Hauses sein. Wenn nicht, muss ich einen Mod runterladen, um den Chunk-Loader zu craften. So, jetzt machen wir erstmal hier hinten so ein 4x4-Feld. Mit dem unendlichen Brunnen, wer den nicht kennt, dann zeige ich das jetzt mal eben. So, du brauchst zwei Wassereimer, machst da einen hin und da einen hin und schon hast du eine unendliche Wasserquelle. Geil, oder? Also, du hast niemals am Ra so ist eigentlich auch noch. So ist auch eine unendliche Wasserquelle, aber du darfst niemals vom Rand nehmen. Das ist einfach Minecraft-Logik. So, da brauche ich noch ein bisschen. So, dann haben wir hier einmal schon voll. Da gibt mir mal schnell die Hoe. Dann mache ich drei auf die Seite und drei auf die Seite erstmal. Das wird natürlich alles noch ausgebaut. Und natürlich werden wir das Feld auch noch mal wegmachen. Ja, also das wird auf Dauer nicht so bleiben. Eigentlich könnte ich direkt anfangen, schon mal. Das muss wieder weg. Komm, ich fange direkt an. Hier auch. Vielleicht werden wir auch das auch nochmal größer machen. Aber erstmal mache ich so Dreierfelder. Hier mache ich ein Viererfeld hin. Hier auch. Nein, da nicht. Und seht ihr, jetzt ist schon die Hoe weg. Also die erste Eisenhoe. Und das geht ganz schön schnell. So, Cotton. Brauchen wir dann noch Seeds raus? Ja. So, Cotton pflanzen wir mal an. Damit können wir dann Schafe am Ende. Brauchen wir keine Schafe mehr zu töten mit Baumwolle. So, haben wir hier doch, hatte ich doch noch die Kürbisgarten. Genau, die werde ich jetzt beide einfach mal plätten. Dann kriegen wir da einmal eine Gurke raus. Dann machen wir mal Gurkensamen raus. Wächst am besten in Forest Plains. Ja, wir sind jetzt hier oben in. Wo steht's? Wo steht's? Highland. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Wenn nicht, werden wir einfach unten im Wald dann noch was an. So, Zuckermelone. Werden wir auch mal. Ach komm. Was soll's, alle drei. Kürbisse werde ich jetzt nicht anpflanzen. Ich gucke jetzt mal da oben. Ein so ein Tropic Garden, ein so ein Fruchtgarten werden wir jetzt zerstören. Den Bärengarten, einen werden wir kaputt machen. Jetzt haben wir einmal Kerzennussbeere, Himbeere und Blaubeere. Das ist doch perfekt. Perfektamente. So, wir sind schon bei 20 Minuten. Ach komm, heute ist ein heiliger christlicher Feiertag. Da können wir auch ruhig mal. So, hier haben wir jetzt Salat. Machen wir direkt Seeds raus. Artischocke und Rosenkohl. Ja, also es gibt echt mega, mega viel. Es gibt wirklich mega, mega viel an Essen, was man hier so machen kann. Und das ist echt irgendwie geil, muss ich sagen.
So, das war jetzt die Kerzenlosbeere. Hier kommt jetzt die Himbeere und da die Blaubeere hin. Dann haben wir noch Rosenkohl. Dann haben wir noch Artischocken. Und dann haben wir noch Salat. Das Salätchen pflanzen wir mal da hinten. Ten. Ei. An. So, was haben wir noch? Karotten. Oh, Karotten sind gut. Ach so, ja, die müssen wir natürlich nur so. Eine. Ach komm, einer mit. Und jetzt warten wir einfach ab. Hoffen wir, Wachstum 0%, 0%, 0%. 0%. Hier ist schon 14%, das ist gut. Hier 0%, da auch 0%, 0%, 0%, 0%. Das dauert halt eben ein bisschen, auch wenn hier schon 14% ist. Was kann man denn aus Zuckermelonen so alles machen? Zuckermelonen. Ne? Nein. U war das, ne? Ich glaube, es war U, weil es leckt gerade. Wir könnten daraus Minzpie machen. Mit einem Steak macht man Minzpie? Ach du Scheiße. Oder Früchte allerlei? Fruchtköder? Fruchtsalat? Da braucht man ein Schneidebrett. Eisenbahn, das könnte man sich eigentlich schon mal craften. Fruchtpunsch. Ach, egal, man kann ja auch zusammen craften. Zu zwei, toll. Ja, oder Zuckermelonen. Also aus Zuckermelonen kann man jetzt nicht so viel machen. Was fängt hier schon alles? 0%, 0%. Ich stelle hier einfach mal, falls wir mal längere Bautouren machen, denn jetzt werden erstmal die Monster wieder deaktiviert. Obwohl wir müssten eigentlich nochmal in die Höhle, aber ohne Essen wird das nichts, meine Freunde. Ohne Essen wird das nichts. Das heißt, es wird das allererstes. Müssen wir gucken, dass wir genug Essen haben. Wir haben sogar die Pfeile weggemacht für den Bogen. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz auf Tour, ja? Wir gehen nochmal ganz kurz hier auf Achse und gucken, dass wir etwas zu essen finden. Rennt hier irgendwas Essbares rum. Nein. Aber auf jeden Fall werden wir die nächsten Folgen nochmal in die Höhle stampfen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Dumms, 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 dumms. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Dumm, bum, bum, bim. Bum, bum, bim, bum, bum, bim. Bum, 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 bim. Oh, jetzt bin ich. Ja. Ja, aber ich denke, hier läuft auch nicht wirklich was Essbares rum. Das ist scheiße. Scheiße ist das. Vor allem, dass wir hier oben in den Bergen wohnen, ist auch scheiße für die Landwirtschaft. Da ist noch so ein Baumwollgarten, aber wir haben jetzt genug Stoffgardens. Erledigt. Aus Stoffgarn kommt auch nichts anderes raus, außer Kotten, deswegen. Sonst variiert das ja schon mal. Huch. Da läuft auch nichts Essbares. Da ist eine Höhle. Mini kleine, da hängt Kohle in der Wand. Komm, wir gehen hier einfach mal runter. Aua, auf der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Schwein oder so. Wir hatten da oben mal so viele Kühe. Aua. Oh, warte mal, hier gehen wir mal ganz kurz rein. Oh je. Ach. Ja, geil. Ja gut, okay. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, der Party hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Oh, essen, 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 essen. So, Knollenwurz. Und ja. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Wir haben heute zwar nicht so viel gemacht. Obwohl, eigentlich schon. Wir haben ein bisschen Landwirtschaft betrieben, aber mehr aber auch nicht. Ja, und wir haben ein bisschen nach Essen gesucht. Mehr nicht. Es tut mir leid. Aber so ist es nun mal. Es gibt auch mal langweilige Parts. Und ja, da muss man durch. Juhu, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dir hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gib doch einen Daumen nach oben. Und ja, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Haut rein und Tschüssikowski.